So, Bismillah, Alhamdulillah, und salli und sallim ala Sayyidina Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei dieser Hadith, die Ayah vom Munafiq, ne? Das hatten wir, ne? Wir haben gesprochen ein bisschen über diese Hadith, dass die Beweise von Munafiq, von Heuchler sind 3, in anderer Ruhe sind 4, in anderer Ruhe sind 7. Ne? Und diese ganze Ruhe, dann erzählen uns von Eigenschaften und dann hatten wir das bearbeitet. Was ist, welche Nifaq, meinte Rasulullah sallam, ist das Nifaq, das aus der Aqida raus, aus der Milla, meine ich, raus, oder ist das Nifaq, der, wo er noch Muslim ist, und dann, wir sind nachher, haben festgehalten, das hat mit den Taten an sich zu tun, und wir haben geguckt, dass die Taten eigentlich mehr oder weniger praktische Taten waren, die eigentlich im normalen Fall nicht aus dem Islam rausschickt. Ja? Und daher haben wir gesagt, dass es damit ist gemeint, der kleine Nifaq, nicht das große, das kleine Nifaq, nicht das große Nifaq. Also Nifaq, Heuchelei, die, wo du noch im Dien drinne bist, nicht diese Heuchelei, wo das Herz sich gedreht hat. Ja? Letzten Endes haben wir aber auch gesagt, dass Ahl-Sunnah haben gesagt, man soll nicht in diese Ahadithe so hineininterpretieren und man soll auch nicht bearbeiten, die Informationen da drin sind, weil es soll schon diese Wirkung auf die Muslimin haben. Dass sie, wenn die diese Ahadithe lesen und gucken, dass der ein oder andere Eigenschaft doch besitzen, dass die nicht einfach nur so sich nach hinten legen und sagen, ja, okay, das ist bestimmt der kleine Nifaq, nicht das große Nifaq, da kann ich mir auch keinen Kopf machen, ich muss das ja auch nicht mal verändern. Ja? Da, weil man das ja erfährt, ne, dann weiß man, aha, wir reden über kleinen Nifaq, das ist für Talaba, die das wissen. Ne? Die anderen, natürlich, wenn die diese Hadith lesen, dann gehen die davon aus schon automatisch, dass es Heuchelei, das heißt, dass sie Kuffar sind, aus dem Mittel der Russen sind. Ja, so soll es auch sein. Diese Wirkung soll sein bei die Ummah. Ja, deswegen sollen die Ulema nicht viel über diese Hadith oder diese Hadithe, weil die mehrere Hadithe sind, nicht viel Tafsir machen oder sehr viel sprechen. So, da hatten wir auch gesagt, das Merkmal von Ahl-Sunnah, dass die unterscheiden zwischen große Kufr und kleine Kufr, große Fisk und kleine Fisk, große Nifaq und kleine Nifaq, ne, haben wir doch gesagt. Und unterscheiden auch zwischen Al-Wasf wa Ta'yin, eine Sache zu beschreiben, dass die Kufre ist, und selektiv, individuell auf jemanden diese Hukm oder diese Urteil zu fällen, ist wieder so ein anderer, ja, hat eine andere Ebene. Nicht dieselbe Ebene, wie denn, wenn du beschreibst. Denn Urteile, diese Qaida, bitte, diese Regel müsst ihr fest verstehen und immer wieder benutzen, damit ihr dann auch lernt, wie ihr sie greift. Ne? So. Urteile werden immer gefällt in Bezug auf Beschreibung, nicht der Beschriebene. Beispiel. Wenn ich sage, wer sich niederwirft für andere außer Allah subhanahu wa ta'ala, ist Kafir. Ja? Diese Beschreibung, ich beschreibe eine Situation, wenn die fällt, dann das ist Kafir. Wer, habe ich nicht gesprochen, habe ich nicht gesagt, wer Kafir ist. Weil viele Leute kommen zu dir und sagen, ja, aber wenn du kein Takfir machst, dann bist du selber ein Kafir. Ich mach den Takfir, wenn es Kufr ist, und ich habe einen Delil von Allah Ta'ala direkt, eindeutig, wie wir es gesprochen haben, von der Sunna auch, ja, dann mache ich den Takfir. Aber der Unterschied zwischen mir und dir, dass ich diese Hukm abgebe an die Beschreibung, an diese Beschreibung, diesen Vorgang, ist mir egal, wer da drin war. Da ist erstmal der Regel gestellt.
Jetzt will ich der eine oder andere in diese Muster reinbringen, dann muss ich dann neue Regeln anwenden. So, bei mir ist das Verständnis so. Verständlich, was ich sage. Ja, ja. So funktioniert es. Nochmal. Ijma' unter Ahlus-Sunnah, Ahlul-Hadith, Salaf al-Salih. Dass Beschreibungen bekommen Urteile. Nicht die Beschriebenen bekommen den Urteil. Ja. Wer jemanden anders ruft, außer Allah Ta'ala, sein Sheikh in der Tariq. Ja? Wir haben doch hier solche Musterbeispiele. Ja? Wenn er seinen Sheikh ruft mit Sachen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kann, dann hat er Schirk gemacht. Diese Tat ist Schirk, Kufr. Wer sie macht, ist Kafir. Ob er jetzt Kafir ist, die Regeln. Ab dahin kommen neue Regelungen, wie du damit umgehst. Und zwar, dass du gucken musst, mit was für einem Zustand diese Täter das getan hat oder unter welchen Umständen er das gemacht hat. Die Scharia verpflichtet dich, weil du bist scharf auf den Urteil zu sprechen. Über die Scharia liegt dir solche Sachen vor. Ja, mit all diesen Hindernissen und guck mal, wie schnell unser Jungs noch. Also, na, es gibt ja wahrscheinlich irgendwie in Facebook einen Marathon. Wer der am schnellsten in Hamburg Takfir gesprochen hat? Die meisten. Der eine nach einer Sekunde, der andere nach 10 und so weiter. Und wir gucken, wer Nummer 1 ist. Das, trotz all diese Hindernisse. Aber die machen das ja nicht so, weil die so schlau sind und alles schon durchgangen haben. Nein. Weil die machen das, weil die es alles vor sich schieben. Interessiert uns nicht. So erst bekommst du. Ja? Bei dementsprechend, diese Beschreibung, diese Schirk-Aktion, egal wie unterschiedlich er sein mag, wer das macht, ist Käfer. Jetzt, dass ich verlerne, der X oder Y oder wem auch immer, dass er, ich habe gesehen, wer er das macht. Ich habe das gesehen. Ja, stimmt. Gibt dir immer noch nicht das Recht zu sagen, dass er Kafir ist. Denn die Regelungen werden neu gespielt. Und im Zweifelfall für ihn, nicht gegen ihn. Weil Asl bei ihm ist was? Islam. Nicht wie die Bekloppten, die heute auf der Straße in Steindamm stehen und sagen, dass Asl in Muslimin Kufr. Das Asl für Muslimin war in der Salaf al-Salih-Zeit, das war, dass die geborenen Muslimin sind. Aber wir, nach deren bekloppte, unser Asl ist Kufr, bis wir beweisen, dass wir Muslime sind. Na, so, wenn Allah Ta'ala jemand den Kopf komplett verdreht. Ist ja genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Über Asl bei uns sind Muslim. Immer für ihn, nicht gegen ihn. So. Und was wird vorgelegt? Es werden Bedingungen vorgelegt. Und das ist immer, wenn du ein Hadith nimmst und nimmst der andere Zusammenhang mit diesem Hadith nicht. Dann findest du immer solche Einäugige. So Einzelle. Die können nur diese eine Information verarbeiten. Andere können sie nicht. Ist, weißt du, wenn das Error kommt? Ne? Nach über, also eine KB ist die Leistung. Und wenn du 2 KB schickst, dann ist schon, das System ist schon am, da gibt auf schon. Ne? Also solche Leute, die können nur so gucken. Ne? Ihre Köpfe kann nicht so viel Wissen tragen, kann nicht. Ja, bedingt Miskiniani. Die sind alle Misakiniani. Guck
mal diese Kalam von Ibn Taymiyyah. Sehr, sehr schöne Kalam. Richtig schön. Und viele unter uns, jetzt lassen wir jetzt das schreiben und jetzt hören wir genau zu. So. Ibn Taymiyyah sagt, Rahimahullah, wegen dieser Hadith von Nifaq, sagt, und es gibt keinen Muslim, der irgendwann mal in seinem Leben, ob er Sahabi ist oder ganz normale, allgemeine, der nicht ein von diesen sieben Sachen mal in seinem Leben hatte. Das heißt was? Wir haben alle ein Problem, tatsächlich. Das ist echt tatsächlich, wenn es so ist, wie diese Bekloppten sagen, die Khawarij, dann hat jeder von uns ein Problem. Aber, weil es ist ja nicht so, dass du nur eine Sache hast und dann geht die weg. Nein, der Shaitan macht Juhud, dass er mit dir die andere Sache macht. Dann bist du hiermit fertig, dann bringt er dich wieder. Ja? Er arbeitet ja die ganze Zeit hin und her. Und wenn wir tatsächlich so die Sache so sehen, dann ist es, du bist bekloppt. Dann heißt es, es gibt keine Minute, wo du ruhig sagen kannst, ich bin Moslem. Stell dir mal vor, es gibt keine Minute, wo du ruhig sagen kannst zu dir, ich bin Moslem. Allahu a'lam dann. Nicht einen von denen, den Bekloppten gefragt haben, was heißt, und was ist dann, was denkst du über die Menschen, die hier leben und Muslime, die jetzt mit dir in der Moschee stehen und beten? Macht Allah alam. Sagen sie auch über sich. Einer sagt, inshallah, wir sind Muslim. Ja, hier, ja. Was soll, hier, was sollst du dann sagen, Herr Satzung? Check bei seinen eigenen. Ja? Aber das ist genau, was wir sagen. Ja? Die Übertreiber, hat Rasulullah gesagt, im Hadith Sahih, Übertreiber werden, die vernichten sich selbst. Die Übertreiber, wenn du weiter und ziehst und härter, du machst dich kaputt. Kein anderer. Mach nur dich kaputt. Denn, wenn das so tatsächlich ist, denn sogar Sahaba hatten das, wie im Hadith, radiallahu anhum, vorgekommen, dass Sahaba sagten, Wallahi ya Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam. Der eine von uns, er redet von wem? Von die Sahabe. Er ist Sahabi, redet eine von uns. Wieso? Weil er redet ja mit die Sahabe und weiß, wie das. Hat manchmal Kalam, Wörter in sich drinne laufen. Wallahi, für einen von uns ist besser, von einem Riesenberg runterzufallen, als er das in seinen Mund nimmt. So schlimm läuft Kalam bei uns, was Allah angeht, was Akhira angeht und so weiter und so fort. Selbst Sahaba, selbst Sahaba. Keine nach deren Theologie, keine, der gelebt hat nach Rasulullah sallam, ist abgesichert. Weil wenn du mit denen redest über die Sahaba, und Rasulullah sallam sagt er zu dir, Rasulullah sallam wusste genau, wer Heuchler und wer nicht Heuchler ist. Aber nach ihm, es gibt ja kein Wahi mehr. Alles ist verborgen. Dann weiß keiner das. Denn ist nichts mehr. Was kann man zu einem, so ein Fikr sagen? Ja, wie kann man das beschreiben? Also es ist so hässlich, das ist nicht beschreibbar. Ist echt. Ja? Die bringen das ja fertig. Sagte, was machen wir, ja Rasulullah? Der Sahabi platzt. Ja? Es gibt da einen oder anderen Bruder, der zu mir mal gekommen ist und gesagt hat, Sheikh, ich rede sehr üble Sachen in meinem Kopf. Und ich sage jetzt, was übel? Jetzt, was meinst du jetzt? Irgendwie pornografische Sachen? Oder? Nein, nein, Sheikh, nee, gar nicht. Nicht in diese Richtung. Gegen Allah und so weiter. Ja, viele Brüder fragen mich diese Frage. Weißt du, was ich meine? Oder, ne? Sagte Rasulullah zu ihnen, هذا صريح الإيمان. Das ist der wahre Beweis des Imans.
der Glaube. Und sagte, solange er nicht damit redet oder davon erzählt, ja, solange schadet ihm das nicht. Und Alhamdulillah, der meine Umma so geschützt hat, dass der Shaitan nur bei ihr sowas machen kann. Mehr kann er nicht. Hat keine Macht über dich, keine Macht über deine Gefühle, keine Macht über dein Herz, keine Macht über dein Ängst. Er hat keine Macht über dich. Das Höchste, was er machen kann, ist Suswas. Er spricht zu deinem Qarin von Jinn. Und dein Qarin spricht zu deinem Nafs. Das ist das Einzige, was er kann. Damit keine sagt, Yom al-Qiyama, ich wurde gezwungen, das zu machen, oder der Shaitan hat mich, was ich will. Nein, nein. Er hat keine Macht über dich. Damit du das dann mal weißt. Lieber, sehen wir Rasulullah sallam sagen, dass das Beweis des Iman ist und dass alles, was ich in mein Herz so höre, kommen und gehen und sprechen und was auch immer, wenn es gegen Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist eine reine Wiswas von Shaitan und er schadet nicht. Das hat er bei Sahaba sogar gemacht. Na, Sahaba, die kompletter Iman hatten, auf jeden Fall als wir. So. Und natürlich, wir wissen, dass Shaitan, der eine fragt, bevor ich den Weg des Islams genommen habe, war ich nicht so ängstlich, war ich nicht so was, was ich, war sehr selbstsicher, war, ich weiß nicht, warum nach dem Islam oder nachdem ich Islam, warum bin ich so, was ist denn passiert? Warum die anderen sind alle so fröhlich und, ne, und der Muslim ist so ein bisschen, ne? Dann sagt man, der Shaitan macht Anstrengung, so wie deine Stufe ist. Wenn jemand Kafir ist, wenn der Shaitan weiß, es wäre Zeitverschwendung, mit ihm irgendwie was zu machen. Er geht so, wir treffen uns sowieso da. Und dann haben wir Ewigkeit zusammen, denn, weißt du? Aber wenn ein Muslim vor ihm ist, da kann ich was machen, kann ich was verdienen. Eine Seele ist verloren. Ja, ja, klar. Nee, wir lassen ihn nicht stecken. Nee, Philipp, wir lassen dich mal einfach jetzt. Tut mir leid, Erstaunlich, dass die Leute, die den letzten Tag die Erde verlassen haben und die Leute, die am Anfang die Zeit gestorben sind, beide werden dieselbe Barzach-Zeit empfinden und leben. Das ist krass. Das ist krass. Nochmal. Es gab Leute, die sehen Adam. Er ist gestorben lange her und viele Leute damals. Und gibt die Leute, die vor Qiyama sofort, die letzten, die auf der Erde sind, die sterben in ihre Qabr, in ihre Grab. Die einen haben nicht länger gelebt als die anderen im Kopf. Beide, wenn die aufstehen im Qiyama, wissen, dass die dieselbe Zeit. Barzach. Muslim, Kafir, Kafir, Muslim, Muslimin, alle. Das heißt, die Zeit auf der Erde, wann jemand gestorben ist, hat mit der Zeit in Barzach überhaupt nicht mehr zu tun. Das ist nur mal nebenbei. So. Denn, lerne jetzt mal diesen Grundsatz. Kufr. Akbar, also das große Kufr, ist damit Iman aufgehoben. Normal. Wenn ich sage Kufr Akbar, damit verneine, dass bei dieser Person oder dieser Iman überhaupt noch da ist.
Das heißt was? Hier geht es darum, nicht das geringste Iman ist da. Versteht ihr? Weil wenn er der geringste Iman hätte, hier reden wir von einem Kufr, der beweist, dass die Person keine Atomglaube mehr hat. Der kleine Kufr, wo du noch in die Mille drinne bist, sagt, dass diese Tat hat von deinem Konto, was Iman angeht, nicht so viel abzuziehen, dass du auf dem Konto null hast. Aber beide reden von welchem Bereich? Atombereich. Aber der eine von die Richtung und der andere von diese Richtung. Denk mal drüber nach. Ist ein bisschen schwierig, aber ich will, dass ihr darüber nachdenkt. Hört das nochmal zu Hause an und denkt über diese Regel nach. Was meint Sheikh damit? Guck mal, wie das funktioniert in die Scharia. Das große Kufr sagt, er hat keine Iman mehr. Er ist aus dem Mille. Sagt eine, aber das ist ja nur ein Tat. Wie kann ich durch ein Tat entscheiden, dass er aus dem Mille raus ist? Ich sage, guck, wo diese Tat, wo sie rauf aufgebaut ist. Und wenn du nach unten gehst zum Wurzeln, wirst du sehen, dass der Wurzel des Iman tatsächlich gerissen ist. Ist nicht mehr da. Beispiel. Jemand nimmt den Koran und macht sauber damit die Toilette. Diese Tat, dass du vorher gebetet hast, deinen Hajj gemacht hast, deine Zakat täglich, also jährlich bezahlst, fastest, was auch immer, alles was du machst, wenn du siehst, was diese Tat angeht, dann siehst du, dass du hast eine Pfeiler oder eine Säule weggerissen, wo alles darunter gestürzt ist. Es steht nicht mehr, diese ganze Ding. Versteht ihr, was ich meine? Kufr, der klein ist, sagt, diese Tat reicht nicht aus. An sich reicht nicht aus, dass man ihn aus Islam rausnimmt. Beispiel Zina. Er macht Zina. Und dann kommt er zum Qadi. Und der Qadi gibt ihm die Strafe. Und geht nach der Strafe, macht nochmal Zina. Der Qadi nochmal die Strafe nochmal vollzogen. So, hin und her die ganze Zeit. Trotz, dass er ständig diese Sache macht, ich kann nicht sagen, dass er aus dem Mille raus ist. Dass wir da keine Strafe kriegen. Ja, jetzt egal, ob er Strafe kriegt oder nicht, weil er bekommt dann nachher. Ja. So, sowieso. Allah, du wirst mich verschonen. So. Aber wann ist diese Tat, schickt ihm aus dem Mille raus, wenn er glaubt, dass es nicht haram ist? Warum? Nicht, weil er glaubt, dass es nicht haram ist. Weil er weist die Wörter Allah subhanahu wa ta'ala zurück im Koran. Aber auch nicht mal, weil er so denkt. Nein, weil er den Koran widerlegt. Also widerspricht. Allah Ta'ala widerspricht. Er sagt nein. Es ist nicht, Allah Ta'ala sagt haram. Er sagt nein, nicht haram. Da ist der Kafir geworden. Über diese kleinen Kufr redet über
dass der Islam, der Iman, der Glaube reicht immer noch bei den Gläubigen, dass die in ihre Dien dann auch bleiben. Denn in diesem Augenblick, wo er Sinna macht, wie die Hadithe denn jetzt, ne? Die Hadithe sagen ja, kein Muslim macht Sinna, während er Sinna macht, ist Muslim. Keine Muslim klaut, in dem Augenblick, wo er klaut, ist Muslim. Keine Muslim, der im Augenblick vom Alkohol trinken und betrunken sein, ist in dem Augenblick und so. Und manche Ulema haben Tafsir gemacht, dass der Iman sozusagen so also hochgehoben wird von seinem Herz und so hängt, bis er fertig damit ist und dann wird ihn wieder eingesetzt. In diesem Augenblick. Aber dann reden wir über was? Dass der Iman nicht stark genug ist, um gegen diese Sünden anzukämpfen. Wann bist du denn aus dem Milla? Wenn du denkst, dass es sinnlos ist, Strafmaß oder Strafe zu finden für Sinne oder zu, ne, zum für zu, ne? Aber es gibt auch einen Unterschied zwischen, wenn du sagst, absolute Iman und wie sagt man das andere? Absolute Iman und Mindest-Iman. Absolute Iman und Mindest-Iman. Wer kann mir dann sagen, was ist das und was ist das? Durch das, was wir gerade ein bisschen besprochen haben. Ja? Absolute Iman. Alle sitzen hier wirklich wie vor ProSieben und gucken, entertainen. Absolute Iman und was habe ich gesagt, das zweite? Mindest-Iman. Und Mindest-Iman. Kann man sagen, dass Mindest-Iman bedeutet, dass die Säulen des Iman noch bestehen, aber nicht darüber hinaus weitergehen? Okay. Absolut. Und das Mindest? Also das ist das Mindest. Und der Absolute? Ja. Einer von den 70.000 zu sein. Ah, oh, ja, das finde ich auch so philosophisch. Mindest-Iman ist vielleicht, dass man spricht La ilaha illallah und dass man an alles glaubt, aber nichts umsetzt von den Taten und absolut ist, wenn man alles versucht, sich umzusetzen. Hä? Yakin? Was ist Yakin? Gewissheit. Nein, tu mal diesen Begriff in einen Satz, bitte. Was, Yaqin, was? Ali. Dass man so lebt, dass Allah einen sieht ständig. Leute, ihr sollt das nicht von Hadith rausnehmen. Denn das ist eine Denksache. Und das ist nicht, das ist Wissen. Das steht nicht in Hadith. Da leitet man raus. Dass man die Taten mit Yaqin macht. Taten mit Yaqin. Dass man das theoretisch zwar für sich selber macht. Sondern für ein, denk mal nochmal, guck mal, noch ein Denkstoß. Wenn ich sage, der ist absolut Mu'min. Ha. Sie hatten einmal Tafsir zu Surat Baqarah gemacht. Da haben Sie die Sahaba angesprochen, dass wir als Muslimin alle Iman an Akhira haben, aber sie haben eine andere Stufe erreicht, und zwar sie haben den Yaqin, den wir nicht haben. Ja, ihr seid da, aber irgendwie, ihr fängt da nicht. Muss ihr jetzt. Mindest-Iman ist, glaube ich, wenn man die. Nee, absolut, wir sind jetzt bei absolut. Absolut ist, wenn man. Absolut Mu'min. Wenn man die Bedingungen von. Schurukul-Iman, erkannt von Iman. Also wenn man die Fahrt macht, lebt, wenn man die lebt und. Mindest ist, wenn man die Bedingungen von. Die fünf Bedingungen von. Islam. Ja. Absolut Mu'min heißt, dass es gibt, dass keine Eventualitäten geben kann, dass er nicht Muslim ist oder gläubig ist. Iman mutlaq.
Das heißt, es kommt nicht bei dir im Kopf eine Gedanke, dass er Kafir ist oder Munafiq ist. Wie war es Abu Bakr? Wenn ich sage Abu Bakr, sagt irgendeine so mit sich so, kam es je in dein Leben, dass du gedacht hast, Abu Bakr. Es gibt keine zweite Gedanke. Aber wenn wir reden von absolut Mu'min, ist jemanden, der in so einem Zustand ist, ist nicht machbar, ihn woanders zu stufen. Außer wenn du ein Rafidi bist. Ja? Weil wenn dein Gehirn anders ja, funktioniert, dann du kannst diese Norm sprengen. Und sagen, Abu Bakr ist Munafiq. Aber du musst einen Kopf von Rafidi haben. Wunder dich nicht als Sunni, dass du das nicht verstehst. Du verstehst es nicht, weil dein Kopf tickt anders als die Rauf. Das andere ist, das Mindest-Iman ist das, was du und ich jetzt gerade gesagt haben. Dass er macht die Pflichten, die ihn was? Stetig wo? In Islam hält. Wenn wir haben ja gesagt, wenn er Mindest-Iman, das heißt, er macht die Arkan von was? Von Iman und Islam natürlich nur zusätzlich. Die 11, die 5 und die 6. Arkan von Islam sind wie viel? Islam? 5. Und Arkan von 6. Aber gesamt sind, wenn wir sagen Arkan und Iman, das heißt Islam mit 11. Aber wenn die 11, wenn er die 11 macht, dann hat er das Mindest was? Iman. Um was zu machen? Um ihn wo? Stetig in Islam zu halten. Ha? Hast du das nicht eben gerade gesagt? Ja. Beide Richtungen, es geht darum, dass der Muslim stetig in Islam behalten wird, nicht aus dem Islam rausgeschickt wird. Warum gibt es Khawarij, wenn es so einfach ist und so zu verstehen ist? Das ist, wo man sagt, Tawfiq von Allah Ta'ala. Ja, dass Allah Ta'ala ein diese Nur gibt, was er Al-Hadith gegeben hat. Al-Sunnah gegeben hat. Dass die sehen könnten. Und nicht nach ihrer Bid'ah oder nach ihrer Nafs oder nach ihrer Hawa oder sonst wie agiert haben. Das ist genau das, diese Tawfiq von Allah Ta'ala. So simpel ist das? Ja, so simpel ist das. Aber wann? Wenn Allah Ta'ala dein Herz geöffnet hat und das den Licht in deinem Herz gegeben hat. Dann funktioniert das. Wenn nicht, wenn du alleine bist, du bist ein Spielzeug von Shaitan. Deswegen sagen wir, was diese Ilm sollen wir wie machen, wie bekommen? Zum Sheikh. So. Als Amana. Hier. Amana. Nicht du alleine denken. Nee. Nicht du alleine denken. Imam Ahmad in seiner Zeit. Imam Ahmad ist welches Jahr? 220. 41. Das, wir reden von welchem Jahrhundert jetzt in Islam? Dritte. Er hat damals gesagt, wenn du ein Delil finden kannst, womit du dein Kopf kratzt, dann mach das. Kratze deinen Kopf nicht ohne Delil. Da findest du nicht. So weit sollst du an die Sunna dich halten. So, machen. Suche ein Delil dafür. So streng. Ja? Doch wenn du nicht findest, Rallas, dann frag mal die Ulama oder Mubah. Sehr wichtig.
Und da kommt irgendher gelaufen und sagt mir, wir brauchen, das sind alle Palastgelehrten, wir brauchen ihre Kette, wir brauchen ihre Ijazat nicht, wir brauchen ihre, und diese Wege, wie Ilm gemacht, das interessiert mich doch gar nicht. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Deswegen, wie ich vorhin gesagt habe, die sind schneller, weil, nicht weil die Hindernisse so schnell bearbeiten können, nein, weil die einfach nur schieben vor sich. Weg. Kafir, fertig. Wir wollen nicht viel reden hier. Ja, wir haben keine Zeit. Postbeamte, ja, dick, 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 dick. Ja, heute müssen 200 Briefe raus. Ja, und noch obendrauf, Ulama auch. Die, wenn das Awam untereinander geblieben ist, nein, die gehen jetzt auf die Ulama und der immer von damals und, ja, und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala. Nächstes Mal, inshallah, werden wir ein bisschen weiter erzählen. Ein paar Sachen von Ibn Taymiyyah, was er auch dazu gesagt hat. Und dann fangen wir an dann mit dem letzten Teil, nee, der vorletzte Teil, dass wir sprechen dann über die Shurut von Takfir und die Hindernisse. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du auch weißt, nicht jeder ist entschuldigt und nicht jeder ist nicht entschuldigt. Und nicht jeder ist, was ich, und ja, du musst wirklich differenzieren in diese Masail und dafür musst du dann diese Sachen dann auch lernen. Und dann schließen wir inshallah danach ab, mit was, wenn die Amire, den wir haben, Salim sind, ungerechte Herrscher sind, die Scharia nicht nachgehen, was auch immer, was die machen, was machen wir mit denen? Dann, Allah Ta'ala, ja, hat nicht vergessen, unser Prophet hat auch nicht vergessen, uns zu sagen, wie wir das machen, nicht wie du das denkst oder wie ich das denke, sondern wie man das ändert oder nicht ändert. Wir gucken Live-Beispiele auch von Sahaba, die die Zeit von Rasulullah sallam hatten und die Zeit von Fitna erlebt haben. Und darunter war auch Abu Huraira selber, die diese Hadithe oder viel von dieser Hadithe überliefert hat. Ja? Und so weiter und so fort. Dann wissen wir auch, denn wie viel Richtigkeit hat das, was die Gruppierung oder die Leute da im Internet, na, Cyber, was auch immer, na, was die uns alles erzählen, ja, wie die verändern wollen und ob das jetzt wirklich dann Scharia-konform ist, Sunna-konform ist oder nicht. Und dementsprechend dann, inshallah, dann schließen wir dieses ganze Thema ab. Ich hoffe, dass ich auch, wenn wir fertig damit sind, dass ich das noch nicht nochmal hier bearbeiten muss.